Denn wollen wir doch mal schauen, wie es hier vorne abgeht. Wir gehen mal kurz auf den Schießstand. Zielschießen. Spielregeln. 1. Bei mehr als 1000 Punkten erhältst du Preise. 2. Für Kopfschüsse gibt es Bonuspunkte. 3. Für mehrere aufeinanderfolgende Treffer erscheint manchmal ein Salazar-Zielscheibe, die viele Punkte bringt. 4. Wird Esche getroffen, gibt es Punktabzug. Preise. Für 1000 Punkte gewinnt man einen Kronenkorken. Zweitens, besondere Kronenkorken gibt es für das Treffen aller Ziele aus Ashley oder bei mehr als 3500 Punkten. Preis. Fortschritt. Drittens, insgesamt gibt es 24 Kronenkorken. An jedem Schießstand kann man 6 davon gewinnen. Sonderbonus. Für jede komplette Reihe auf dem Board erhältst du Bonuspunkte. Insgesamt gibt es 4 Reihen, du hast also 4 Bonuschancen. Hinweis, Kronkorkensammlungen werden auf dem Schlüssel-Schatzbildschirm angezeigt. Okay, gut. Der große Vorteil an der Sache ist hier... Welcome. Ja. Das Gute an der Sache ist, wir verbrauchen hier nicht unsere eigene Munition, sondern die wird uns halt quasi... gestellt. So, das haben wir. Probieren wir mal. Schau mal kurz. Ashley, du wartest hier jetzt bitte. Wie gesagt, ich werde jetzt mal stellvertretend einfach muss mal hier eine Runde mal zocken, damit ihr mal gesehen habt, wie es aussieht. Oh, 1550 Punkte. Wir haben 2 Preise gewonnen. So könnte man das jetzt halt wirklich, wahrscheinlich ist man da halt, oder definitiv ist man da mit Maus und Tastatur wesentlich schneller am Start. Wie gesagt, hier Xbox-Controller und totaler Noob da dran. So, wir wollen Spiel beenden. 2 Kronkorken haben wir gewonnen. Wir können uns die mal ganz kurz mal anschauen. Untersuchen. So sieht dann quasi die Ansicht aus, Detailansicht. Ja, dann kann man noch, gibt's ja noch so leichte Tonsnippets. Ada! Ja. Und Ada Wong haben wir. Leon, now! Leon, now! Also wirklich... tolle Ton, Samples für genommen. So, okay, alles klar. Wir verlassen den Schießstand wieder und machen das Spiel weiter. So, okay. Na dann. You alright? I'm fine! Leave me alone! Ashley, wait! I'm coming for you. Hunnigan, what happened? The transmission got cut off. Salazar, how'd you... We've jacked the line. We didn't want you telling everyone any unnecessary information. Where's Ashley? Ah, so she fell into one of our wonderful traps. We'll make sure we find her. Don't you worry about her. Oh, yes. I let our miserable insects out for some exercise down in the sewer. Thanks. That should keep me company, 'cause boredom kills me. I look forward to our next encounter. In another life.
Ja, okay, alles klar. Das ist auch der Grund, warum ich persönlich finde, dass Ashley Graham der nervigste NPC der Spielgeschichte ist. Weil die halt einfach nur blöd ist. ständig in irgendwelche Fallen gerät, entführt wird, etc., etc. Ohne jetzt halt natürlich zu viel verraten zu wollen. Aber, ja, ne? Ashley. So, okay, alles klar. Wir können uns jetzt überlegen, ob wir links lang gehen oder rechts lang gehen. Ich würde mal fast sagen, eigentlich, wir gehen mal rechts rein. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Und wie Salazar, er gerade schon gesagt hat, hat er hier Insekten freigelassen. Und das Blöde an der Sache ist, die können sich tarnen. Ja, die sind quasi so etwas unsichtbar. Hier da vorne, das ist so ein bisschen das Einzige, was sie verrät. Und wir schauen mal. Natürlich, die lassen halt immer diese, ja, Edelsteinecken liegen, die halt A, kombinierbar sind mit zu findenden Schätzen und B, wir finden natürlich mehr von diesen Ecken, als Schätze da sind und man bekommt... Oha, okay, alles klar. Oh! Ja, schöne Ding. Wo ist er? Wo steckt er? Wie gesagt, hervorragend getarnt, diese Mistviecher. Da ist einer. TMP-Munition und nochmal TMP. Oh, nochmal ein Seidenkristall. Hervorragend. Ja, leider wimmelt es hier von diesen Scheißviechern. Und ich schau mal ganz kurz. Okay, also rein von der Munition, also sieht es wirklich recht gut bei uns aus. Ja, aber wisst selber, wie es ist. Es kann sich halt von jetzt auf sofort gleich ändern. Also hier oben hockt auf jeden Fall einer drin. Sehr gut. Kurz mal einen Blick auf die Karte werfen. Okay, da vorne haben wir noch einen versteckten Schatz. Das wird wahrscheinlich recht tricky sein, an den ranzukommen. Ein
Und diese Tür ist verrostet und rührt sich nicht. Okay. Ich fürchte fast irgendwie, wenn wir jetzt diesen Punkt erreicht haben, irgendwie, dass wahrscheinlich gleich draußen die große Plage losgeht. Sieht wie ein Ventil zur Entwässerung aus. Wasser ablassen. Sehr gerne. So, schauen wir mal. Haben wir unseren Insektenspray bei? So, und eine Lampe. Fantastisch. So, und bei dieser Lampe bin ich der Meinung, kann man auch diese Steine einsetzen. Kombinieren, fantastisch, genau. So. Ist natürlich halt schwierig, alle Farben zu bekommen. Ich glaube, blau gibt's noch. Wir schauen mal. So, man bekommt, glaube ich, am meisten die grünen Kristallecken. Zack. Überall können sie lauern. Das werden sie wahrscheinlich auch. Gut. Hier ist nichts. Okay, hier kommt man auch nicht rein. Gelbes Kraut, das ist natürlich sehr geil. Okay. Mal Zeit, dass wir langsam rotes Kraut finden hier. Was ist mit ihm passiert eigentlich? Sieht aus, als sei er erst kürzlich gestorben. An der Wunde sehe ich, dass es ein schneller Tod war. Das ist toll. Gut für ihn, gut für ihn. So, da drüben glänzt noch etwas. Da gehen wir mal rein. Brandgranate ist natürlich sehr schön. Die nehmen wir auch mit. Hier haben wir noch Gewehrmunition, sehr schön. Oh, was haben wir hier? Louis Notiz. Einige Parasiten haben die Fähigkeiten, ihren Wirt zu beherrschen. Unter Biologen ist dies bekannt, aber man weiß nicht, wie die Parasiten es tun. Durch die Untersuchung dieser Parasiten erhalten wir vielleicht einige Hinweise zur Wirkweise der Las Plagas und erfahren etwas über deren Opfer, die Los Ganados. Hier ist eine Liste einiger der Parasiten, die Verhaltensmuster ihrer Wirte ändern können. Dicrocoelium. Aha. Wenn die Parasitenlarven ins Nervensystem der Ameise gewandert sind, verändern sie deren Verhalten. Wenn es abends kühler wird, klettern die infizierten Ameisen an einer Pflanze empor und beißen sich dort fest. Sie bleibt dort bis zum nächsten Morgen, und zwar an einer Stelle, an der es am wahrscheinlichsten ist, von einem Schaf gefressen zu werden. Man könnte meinen, der Parasit manipuliert den Wirt, um in den Körper des Endwirts zu gelangen. Trematoden, entschuldigt bitte. Die Larven dieses Parasiten nisten sich im Hirn eines Fisches ein. Dieser schwimmt dann an der Wasseroberfläche, wo er so lange bleibt, bis er von Meeresvögeln gefressen wird. Wieder lässt sich dieses Verhalten nur dadurch erklären, dass der Parasit in den Körper der Meeresvögel gelangen will. Leukochloridium. Aha. Die Sporozysten dieser Parasiten entwickeln sich in den Fühlern der Schnecke. Durch ihre Farbe und ihr Posieren gleichen sie Würmern. Diese infizierte Schnecke kriecht ans Ende eines Blattes, wo sie gut von Vögeln gesehen werden kann und somit eher gefressen wird. Wenn er von Vögeln gefressen wurde, erreicht der Parasit sein adultes Stadium. Ja, ekelhafte Scheiße. Da fragt man sich natürlich, okay, wo will Las Plagas eigentlich hin? So, haben wir hier unten noch
sieht erstmal ganz gut aus. Jump into the wall. Aber hier ist doch bestimmt eine Faulenstraße Dänemark. Da hinten liegt noch was. Ist er doch. Reloaded. So, lass mal. Oh, fuck. Das ist natürlich fies irgendwie, ne? Nicht nur über den Boden kommt, sondern auch über die Wände. Und das unsichtbar. Diese Arschlöcher. Ui. Schön nochmal auflatschen. Ui. Okay. Okay. Ah, scheiße, zu früh, kacke. Damn, damn. So. Das hätte auch gleich so laufen können, aber nein. Okay, irgendetwas. Schön an den Decken versteckt. Nee. Gut. Grundsätzliche Frage natürlich, was habe ich jetzt überhaupt hier erreicht? Habe ich jetzt hier irgendwas gefunden, wo man sagt so, das hat mich jetzt weiter gemacht? Ich Das ist natürlich sehr geil. Ah, Liminalus-Anhänger. Okay, cool. Spinell. Oh. Alle haben einen kleinen Spinell dabei. Das ist natürlich auch geil. Das bringt Kohle. Den It's the Spinal Countdown. So. Nice. Nice. So, irgendwie muss, glaube ich, da oben noch ein Schatz sein. Achso, warte mal, hier vorne kann ich hier noch... Nein. Mach mal locker. So. Okay, alles klar. Ich glaube, ich werde jetzt hier nochmal hochklettern. Und nochmal versuchen, über den Kronleuchter rüber zu kommen. Auf die andere Seite. Aber hier kommen wir nicht durch. Okay. Und hüpf. Sehr gut. Als hätten wir unser Leben lang im Zirkus gearbeitet. Oh, okay. Ist jetzt hier oben, aber du kommst auch nicht an ihn ran. Mach doch die Tür auf, Junge. Du willst doch Geld verdienen. Alle hepp. So. Aha. Ah, okay, nochmal eine Maske mit Kerben. Wunderbar. Was haben wir hier? Hebel. Ah, sehr schön. Hier drüben sehr sauber aufgegangen. Dann könnten wir ja probieren. Ah, okay, gut. Hier kommen wir also nicht drauf. Nochmal rüber zu springen. Jump. Welcome. Got some rare things on sale, stranger. Yeah. What are you buying? Nope. Sind für die TMP? Oh, leider nicht. What are you buying? Die Schatzkarte haben wir.
Die ja, Überlegung ist jetzt, wir müssten irgendwann wirklich anfangen, uns das Sturmgewehr zuzulegen. Das halbautomatische. Come back anytime. Come back anytime. Aber ihr seht, Freunde, es ist eng im Inventar. So, okay, wo ist denn da? Oh nein! Ah, schön, eine rote Pflanze. Man hört sie schon rumnuscheln. Die Priester des Bösen. Können wir mal gucken. Hallo? Notiz des Kastellans. Mitglieder der Familie Salazar sind seit vielen Jahren Kastellane dieser Burg. Meine Vorfahren haben jedoch eine dunkle Vergangenheit. Vor langer Zeit gab es eine religiöse Gruppe namens Los Illuminados, die ihre Wurzeln in dieser Gegend hatten. Der erste Kastellan beraubte sie ihrer Rechte und ihrer Macht. Als Anhänger der Religion und als achter Kastellan fühlte ich mich verpflichtet, für diese Sünde zu büßen. Die beste Büße war, denen die Macht wiederzugeben, denen wir sie einst entrissen haben, den Los Illuminados. Es dauerte eine Weile, aber es gelang uns, die einst versiegelten Las Plagas zu verjüngen. Durch diesen Erfolg war ich der Auferweckung der Los Illuminados einen Schritt näher. Ich ließ die Las Plagas aus den Tiefen unter dieser Burg los und gab sie Lord Sadler, um für die Sünden meiner Ahnen zu büßen. Aber auch, weil ich wusste, dass der Lord die Macht besser nutzen und die Wirte retten würde. Alle Sünder durch die Macht der Las Plagas retten und ihre Seele läutern, auf dass die Welt ohne Sünder sein. So wie es sein soll. Die Geläuterten sollen Ganados werden und so den Sinn des Lebens erfahren. Und wenn der Lord die von ihm erträumte Welt erschaffen hat, sind die Sünden meiner Familie gesühnt. Ja, ist nicht nur ein kleiner skurriler Knilch, sondern auch noch ein Fanatiker, einem Fanatiker folgend. Ja. Ajusta. Okay. Oh, Ambus Bolzen. Ajusta. Oh. Matalo. Ja, Matalo. Ach, das ist doch scheiße. Oh, das gibt's doch gar nicht. Ich bin immer noch nicht tot. Oh, da. Und die lassen jetzt ja nicht mehr fallen, oder was? Dann ist ja auch geil. So, wir müssen mal erstmal versuchen, das hier irgendwie so ein bisschen zu klären. In your face. Na und? Ist nochmal raus? So, ganz gern würde ich ja echt die Armbrustschützen erstmal weghaben wollen. Weil die wirklich Probleme darstellen. So, schauen wir mal. Erstmal, oh, warte mal. Glaube. Hallo! Oh, bist hingefallen. Ist er hingefallen. So, hier wäre mal interessant, dadurch, dass er eine Maske trägt, ob er die Las Plagas freisetzen kann. Ne, kann er nicht. Was mich aber mittelschwer irgendwie anpisst, ist, dass sie halt einfach mal gar nichts fallen lassen irgendwie. Also weder Pesetas noch Munition. Wo man jetzt eher
nicht so mehr großen Spaß hat, auf die einzuschießen. Aber man muss eine Packung und wir kriegen hier. Denn sie will ja. Das Miranda, denn sie will ja. So. Jetzt schön from the distance. Ja. Der Anführer flieht. Könnte jetzt oh, die Sau. Scheiße. Na gut. Oh. Wunderbar. So, wie weit wollen wir das Spielchen jetzt treiben? Hatze? Wäre mal interessant. Oh, oh! Kein Las Plagas. So, zack. For real, Alter. Nicht sein Ernst. Ist ja nicht sein Ernst. Na, hätte ich das gewusst, hätte ich wohl nicht daneben geschossen. Das ist ja eine Rotze. Okay, jetzt mal schauen, wie lang ist der Intervall. Ah, das ist nicht so geil. Das ist mal nicht so geil. Trifft man ihn denn so nicht mehr? Doch, trifft man ihn. Oh. Ja, das lief ja nicht so gut. So. Na gut. Lass uns doch mal hier so ein Ulle 3 reinpfeifen. Zwar jetzt nicht ganz die Power wieder gekriegt, die wir brauchten, aber links ein bisschen. Wir sind wieder im grünen Bereich. So, Galerieschlüssel erhalten. So, jetzt könnten wir natürlich erstmal, und was wir auch werden, die Sachen hier einsammeln, ein paar Vasen kaputt machen. Also, Kunstliebhaber sind. Das ist eine wunderbare Vase aus der Ming-Dynastie. Findet man ja öfters mal in Spanien. So, okay. Zack. Kann ich eigentlich? Nee, schade eigentlich. Mann, ey. Ah, die Waffe hätte ich ja nochmal benutzt. Dann benutzen wir den Schlüssel. Und sehen ganz vorsichtig nach. So, so.
Aha. Bisschen Pistolenmunition. Kommt immer gut. Kommt immer gut. 6 geopferte Leben bringen neues Licht. Aha, okay, alles klar. Also es müssen insgesamt 6 Leichen dargestellt werden. Hier können wir jetzt ja schön rumwuseln. So. Und 6 haben wir. Ach, diese abstrakten Türöffnungsmechanismen hier, ey. What a pleasant surprise. But I'm afraid it's Ashley we need. Not you, Mr. Kennedy. If you don't need me, then get off my back, old man. Did you say old man, Mr. Kennedy? It might come as a surprise, but I'm only 20 years old. So you're just like all the others? A puppet of the parasites? Surely you don't think I'm the same as those diminutive ganados. The parasites, las plagas, are slaves to my will. I have absolute control. Well, I really don't give a damn. Rain or shine, you're going down. Get rid of our American friend. Ist aber doof. Ah, hier ist da. So, dann. Machen wir doch mal so. Und packen nochmal die TMP aus. Wenn wir jetzt noch treffen würden, das wäre ja fast gar nicht zum Aushalten. Ach, okay, alles klar. Bogenschützen. Also Armbrustschützen. Nicht so cool. Das Loch wieder etwas hoch. Aha, noch ein Spinell. Oh. Ach, also das Plagas sind wirklich widerlich. Ist hier ein bisschen versteckt oder was? Oh, Pistolenmunition. So. Cool. Blick auf die Karte. So. Wo kommen wir denn da hin? Ah, ist das Wahnsinn, Alter. Brauch echt mal wieder ein paar rote Kräuter hier. So, sonst noch mehr was? Nein, dann nehmen wir mal runter. Und dann unten noch ein paar, Vasen zum Zerstören. TMP-Munition. Sehr gut. Hinterlaufen. Ne, leider nicht versteckt, jo. So, hier haben wir noch was. Ja. Okay, also wahrscheinlich hier muss doch
irgendeine Plattform hochgefahren wären, glaube ich. Warte ich da mal. Ja, damit wir hier rüberspringen können. Aber wozu? So, okay, es ist tatsächlich alles zugeschlossen. So, und schauen wir nochmal, ob wir hier irgendwo einen Hebel finden oder irgend sowas. Ja, das sieht doch gut aus. Scheint eine Art Sicherheitssystem zu sein. Deaktivieren. Ja. Oh, mit Kiste. Das sieht ja sehr gut aus. Da müssen wir nochmal Hüpfer hinmachen. Herunter. Ich will aber nicht runterspringen, ich will rüberspringen. Aha, und von da drüben jetzt auch nicht? Hä? Hä? Okay, Wie komme ich denn da hin? Hier ist auch eine Tür. Hier ist auch eine Tür. Nice, ja, also. Ha. Ha. Okay. Cool. Wie auf eben Auge blöd gewesen. Nein. Ihr kennt's ja nicht anders von mir. Scheiße. Okay, dann schauen wir nochmal, was da drin ist. Ah. Ein Hammelkorb. Mit Ziegenornament. Gut, alles klar. Die Gitter gehen auch auf. Dann gehen wir nochmal weiter hier. Chöre krähen. Kann ich die von hier treffen? Nee, ne? Kann ich die treffen? Ja, kann ich. Hier. So, dann schauen wir doch mal, wie wir die hier treffen. Hm. Okay, das war jetzt nicht so erfolgreich, glaube ich. Okay, das waren jetzt wirklich viel. Irgendwie. Schade. Sehr, sehr schade. So, schauen wir noch mal ganz kurz, wo wir hier, wo, wie, wohin kommen. Okay, da kommen wir gar nicht überhaupt durch, weil die Tür zu ist. Oder ist sie nur von unserer Seite aus verschlossen? That is a question. Naja, okay, alles klar. Ist von der anderen Seite verriegelt. Wäre ja sonst auch Quatsch. Dann gehen wir mal hier durch. So, richtig doof mit den Cranes. Sehr, sehr doof. Sehr, sehr ungünstig gewesen. Warte, waren es drei oder sind es vier? Hm. Das ist aber üppig hier, Freunde. Wunderbar. Was haben wir denn hier? Hier haben wir noch eine Kiste. Lässt sich nicht öffnen. Sie ist von einer Seite verschlossen. Wenn mir jemand hilft, komme ich vielleicht von dort oben raus. Hinein. Ja, dann müssen wir wohl mit Ashley. Mit Ashley müssen wir da rein. Oh, was ist die Bums? Was haben wir hier alles? Nimm doch mal. Brandgranate. Geil. TMP-Munition. Gut. Okay. Blick in die Karte vorher nochmal.
Tja, Das ist ja geil. Ja, nee, super. Das ist einfach mal 5 Punkte für den Maurer, der das gemacht hat. Put your hands where I can see them. Sorry, but following a lady's lead just isn't my style. Put them up now. Bit of advice, try using knives next time. Works better for close encounters. Leon. Long time no see. Ada. So it is true. True? About what? You, working with Wesker. I see you've been doing your homework. Why, Ada? What's it to you? Why are you here? Why'd you show up like this? See you around. Ada!